Ja, ist richtig, das weiß ich. Okay. Aber woher der Begriff an sich kommt, weiß ich. Moin! Boah, du biederst mich an, gibt's ja auch. Das gibt's auch, ja, das ist ja. Anbiedern. Anbiedern ist sich so einschleimen. Ja, echt? Hm. Ich hab FPS drauf, immer so 5 FPS. Mann. Hatte ich gerade am Anfang, jetzt geht's. Gut, ich habe die Grafik ein bisschen geändert, weil ich ein anderes Setup hab. Jetzt. Bisher läuft's. Ah, no, Kettensägenmann. Ja, der kriegt erstmal. Ah! Wir sind beim Butcher. Das trifft sich gut. Meine tägliche Herausforderung ist 3 schlechter töten. Und ich muss noch 4 Jäger erschießen, dann habe ich endlich meine erste wöchentliche Herausforderung. Ich muss einmal das Versteck der Spinne betreten. Okay, dann haben wir in der Runde kein Glück. Also du nicht. Aber in der nächsten stimmt. So, Mobitory. Welche Richtung ist das? Das ist beim anderen Boss. Gut, trifft uns nicht. Emulator? Oh, perfekt. Herausforderung? Das ist meine wöchentliche. Ah, okay. Wie viele? 25. Das geht ja sogar. Oh no! Ich hab das Schreien hören. Ich sehe es aber nicht. Ach, das ist bei dir, okay. Bist tot. Gut, gut, gut. Ich bin aber höllisch vergiftet. Nicht gut. Papageien? Mhm. Hast du irgendwas Anti-Tiergeräusche? Anti-was? Anti-Tiergeräusche? Hab ich Tiermaske? Nein. Was ist das hier? Achso. Hier ist noch ein Emulator. Hier ist eine Kasse. Der Emulator gehört ganz. Hab ihn. Ich auch. Kamehameha. Hadouken! Nice. Würde ich sagen, gehen wir zur Eisenhütte. Da hatten wir ja bisher immer Pech mit. Mit der Location. LOL! Das geht halt echt. Was? Das ist ja die Shotgun-Version von der Winfield, die ich hier habe, die Terminus. Und ich habe Aushebeln dabei. Ich kann die Shotgun aushebeln. Wie viel Schuss hat die? 7 im. Also. Oh. Junge, was? Ich hab, glaube ich, vorhin noch. Oder. Nee, gestern, als ich die hier gespielt habe. Das war das erste Mal, dass ich diese Terminus überhaupt benutzt habe. Hab ich so drüber nachgedacht, ob das wohl geht mit dem Aushebeln. Das war ja übelst stark. Ja. Gleich mal testen. Vorzugsweise beim Boss, da kann ich nicht verpacken. Nice ASCII Art. Wenn man das da unten als Mund sieht, dann könnte man denken, das wäre ein Gesicht. Also das sieht richtig behindert aus. Stimmt. Wovon redet der Mann? Hier, warte. Da sieht man das in der Aufnahme. Scheiße, jetzt ist die Aufnahme nicht mehr werbefreundlich. Oh nein. Welche Aufnahme? Ich nehme halt gerade auf, wie ich das immer mache, wenn wir Handspielen. Ja, aber was? Das hier. Das habe ich gerade einfach so random Lennart geschickt. So. Hast du selber gemacht, ne? Klar. Dafür reicht mein kreativer Kopf für sowas. Vor allem ist er nicht mehr werbefreundlich. Ja. Das sind Brüste.
Ja, ich aber dann Werbung macht's ja bei dir. Ja, wir sind bei Boss perfekt und wir sind allein. Das ist ein bestimmt ein runterskaliertes Foto, gibt's zu. Es gibt ein Programm, das macht doch nicht. Was schreibt er mich? Wenn man vom Teufel spricht, das schreibt mich der Rolf wieder an. Warum? Weiß ich nicht. Ah. Er hat A geschrieben. Nee, aha. Okay, warte, ich probiere mal kurz eben Dingens aus. Frag mal, wer bist du und wie bist du meine Folterbeschuldigung? Okay, es geht, aber es ist nicht so schnell wie bei der Winfield. Also wie bei der normalen. Ah, ich bin on fire. Hä? Er schreibt A. A auch geholt. Dauert noch ein bisschen. Was möchte der Mann von mir? Ach mal, wer bist du und wie kommst du auf meine Liste? Ich meine mich tatsächlich daran erinnern zu können, dass der aus meiner YouTube-Zeit kommt. Aber ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Oh Junge, das tut weh. Nein, ich habe einen Balken verloren, kacke. Ja, jetzt verblutet es auch noch. Oh, lol. Was? Das wollte ich nicht. Ich sehe nur Gerrit mit einer Axt auf mich zu rennen kommen und er tötet mich einfach. Was? Du hast gesagt, du verblutest oder da habe ich gesagt, jetzt verbrennst du. Jetzt verblutest du. Umgekehrt, ja. Lol, ey. Da sehe ich komplett damit aus, nur Gerrit, jetzt nicht gedacht. Du hast ungefähr so viel Damage gemacht wie der Butcher. Lade nach! Oh, der muss doch nicht gleich seinen Kopf verlieren. Das ist laut. Noch sind wir alleine. Noch nicht anfangen. Alter. Alter, hast du das gerade auch gehört? Das Quietschen? Er hat einfach auch nochmal angefangen zu schreien, obwohl er schon tot war. The fuck, hab ich mich erschreckt, Mann. Was ist mit diesem Game los? Ich hab hinten eine Tür aufgemacht. Ich hab Stolperdraht mit Gift. Ich pack mal hier die... Ein Stacheldraht, also wie heißt das? Ein Stolperdraht vor die Tür. Und vor die hier. Jo. Shotgun ist. Oh, eine Kasse. Ich würde sagen, ich decke hier die beiden, also die Seite hier ab. Mit den beiden Türen, wo Stolperdraht vor ist. Mit der Shotgun. Aber hier hat man auch noch drei Türen, ne? Okay. Ja, wenn du was hörst, sag Bescheid, dann rotiere ich. Hab ich sonst noch irgendwas? Nee. Hier ist auch noch eine Tür, ne? Da ist auch. Wie viele Türen hat das Ding denn? Ah ja, gut, die ist zu. Da kommt ich glaube, ich habe zwei Türen hier. Ich habe hier zwei große. Ob er das durch? Mhm. Vielleicht noch ein Geldsack. Okay. Schrottschnabel. Oh jo. Wo ist der Gefängnis? Okay. Jetzt ist die Uhr. 22.16 Uhr. Bin angekommen, jetzt zum Corona-Test und dann pennen, okay. Jana, schreib morgen auch. Ja, nein, hä? Was hat er geschrieben? Wovon redet der Mann?
Falls es fliegende Gegner gibt, die kann ich übrigens sehen. Da hinten, Fliege, ne? Da hinten über dir. Ich bin gerade so weit weg, dass das Dach nicht dingst. Lol. Nicht lädt. Also hier höre ich soweit nichts. Schau ich mal. Oh, hier hat irgendwas geknatscht. Das könnte meine Hüfte gewesen sein. Ist alles clear. Oh, wir haben direkt den Ausgang. Westlich von uns. Dann werden wir den wohl nehmen. Jo. Ich check nochmal. Alles clear. Dem Pferd voll in die Niere geschossen. Ja, er lebt noch. War halt kein Leberhaken, ne? Ah, lol. Nix weit und breit. Easy. Easy victory. Weil du kriegst jetzt erstmal auf den Sack. Hast du? Ja. Das stelle ich mir aber ganz schön stark vor, dieses Aushebeln mit der Shotgun. GG. Eisenhütte schon wieder. Wie gerade. Gucken wir mal. Ach, dieser M ist doch Mapper. Ne, N. Nee, M. M und N machen nix. Ah, lol. Ich finde die Animation, wenn man den Kugelfänger-Trade hat, so geil, wenn man eine Waffe nachlädt, wo der Trade dann aktiviert wird. Das sieht so geil aus, wie er diese Kugel einfach fängt. Sieht so lässig aus. Achso, und es ist auch ein Hidden Achievement, eine bestimmte Anzahl von Türen aufzubrechen. Also kaputt zu schlagen mit einer Axt oder sowas. Oh. Das heißt, wenn ich eine Axt habe, wirst du mich nur sehen, wie ich Türen kaputt mache. Sobald ich Tomahawk gelernt habe, wirst du sehen, wie ich Leute mit Hammer abwehre. Tötet denn ein Hammer? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, du wirst ihn vorher noch einmal anschießen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hammer, außer vielleicht beim Headshot, wirklich one-shottet. Ja, du lagst etwas daneben mit deiner Vermutung. Oh, Hammer. Ich hab Max. Batz, Junge. Moin. Moin. Au. Oh. Du standst im Weg. Wo ist der Hammer? Hä? Wieso hab ich den nicht genommen? So, jetzt. Wie der Holzhacker. dieser Perk, ne? Wer auch immer sich den ausgedacht hat. Er ist ein Held. Oh, Pferd. Ist es ausgewichen? Ich habe es geschächtet. Achso, und wenn du
ich glaube 50 waren es. Wenn du 50 Hühnerställe verbrennst, kriegst du auch ein Achievement. Meinst du die da? Ja. Der eine Rabe hat geblutet, den ich getroffen habe. Hier ist ein Forderungsposten. Lol. Ich glaube, das hast du auch noch nie gemacht, ne? Da reingeklettert. Also ich wusste, dass man hier rein kann, aber habe ich halt nie gemacht, wo die Viecher drin sind. Weil ich nicht weiß, was passiert. Wenn bei den Hunden was? Genau, da wüsste ich jetzt beispielsweise nicht, was da passiert. Wahrscheinlich beißen die dich. Würde ich halt ausgehen. Wäre eigentlich ganz geil. Ach so, und zwei Achievements, die müssen wir definitiv auch noch machen. Einfach weil wir können. Oh lol. Oh nö. Warum brennt das hier oben? Du brennst, glaube ich, immer. Man kriegt Achievement, wenn man auf... Es gibt ja zwei Maps, wenn man auf jeder Map, also auf der jeweiligen Map, in einer Runde jede Location besucht hat. Das müssen wir auch noch einmal angehen. Da machen wir eine Laufrunde. So, more battery. Warte, was hast du gesagt? Auf jeder Map, jede Location? Es gibt ja zwei Maps und man kriegt ein Achievement, wenn man auf Map 1 in einer Runde alle Locations absucht. Und dasselbe gilt auf einer Runde. Ja. Das heißt, da macht man halt nichts außer rumlaufen, Gegner töten. So, wo ist der Clue da hinten? Der Kasse? Cha-ching. $75. 50. 75 bekommen. Aber ich bin mit weniger zufrieden. Hier war auf jeden Fall jemand. So, Lawson Station würde ich sagen. Da kam, glaube ich, auch der Schuss her. Jo. Da hinten war auch jemand. Da ist auch eine Leuchtpistole abgefeuert worden. Ich leg mal den Hammer weg. Ich habe doch Tiermaske mit drin. Habe ich auch. Ich kann einfach von Vögeln vorbei rennen. Ach. Oh, was ist denn da? Das ist nah und laut, vor allen Dingen. Oh, hier ist Geld. Geld. Birds. Ist kein Geld. Wo ist das Geld? Hast du mir Geld versprochen? Ach, da oben. Also ein Säckchen. Du hast auf den Boden gepinkt. Hallo Vögel. Ganz brav sein. Hallo Bird. Da ist schon mal ein Zombie. Da ist ein Emulator ganz da hinten. Aber hier sind ja garantiert auch feindliche Feinde. Ja, würde ich von ausgehen. Vielleicht auch der Boss. Gucken wir mal. Vögel. Wollen wir jetzt hier rein und da rein? Hier zwischen ist, glaube ich, der... Oh, hier ist gerade jemand gestorben. Hab ich gehört. Also hier sind auf jeden Fall Spieler. Aber noch nicht nah genug am Clou dran, der ist noch weiß. Aber ich habe definitiv eine sterben hören. Ja, der Boss ist hier. Und noch eine tot. Jo. Ist der Boss hier? Ja.
Hat der Boss sie gemacht? Möglich. Der Boss ist auf jeden Fall da hinten in dem Gebäude. Das könnte also sein. Da ist noch ein Schuss gefallen. Ja, hab ich gehört. Aha. Ich höre hier jemanden laufen. Oh lol, ich weiß nicht von wo. Oh, Spark Sniper, also Vorsicht. Große Entfernung. Ich glaube von da hinten irgendwo. Also rechts von dir. Ja. Das war hinter dir. Ach, ach du Scheiße. Guck. Sparks L, ja, Scharfschütze. Geh mal auf Tötungsansicht. Oh, okay. Ja. Ah, lol.